dem Stichwort Award IoT vernetzte Filiale haben wir im Endeffekt mal die Lösung geschaffen, über eine einheitliche, offene Plattform sämtliche Sensordaten, die zum Beispiel in einem Lebensmittelmarkt anfallen, aufzunehmen, zu speichern, zu analysieren und auszuwerten. Die Sensoren können zum Beispiel schon in Tiefkühltruhen verbaut sein, die heute auch ausgelesen werden. Hier hat man einfach das Problem, dass es Insellösungen sind von unterschiedlichen Systemen und diese Lösungen eigene Dashboards haben und nicht zusammengeführt werden können, um ein einheitliches Dashboard, eine einheitliche Übersicht über Zustände zu liefern, die im Markt nicht gewünscht sind. Und wir haben hier die Plattform, um im Endeffekt Sensordaten retrofit mit Sensoren zu erfassen oder wie gesagt vorhandene Systeme anzubinden über eine offene API-Schnittstelle. Also wir haben jetzt hier als Beispiel mal dargestellt einen symbolisierten Leergutautomat, der über eine Lichtschranke erkennt, wenn er voll ist, dann einen entsprechenden Alarm an den Marktleiter oder ans Personal weiterleitet per SMS, per WhatsApp, per E-Mail, um dann im Endeffekt dem Personal darzustellen, dass der Leergutautomat frühzeitig geleert wird, damit er nicht auf Störungen läuft. Darüber hinaus haben wir einen Retrofit-Sensor im Bereich Thermometer und Luftfeuchtigkeit an den Backautomaten verbaut, der uns darstellt, wenn die Temperaturen sich an den Backautomaten verändern. Zum Beispiel haben wir hier drei unterschiedliche Alarme eingestellt, einen zum Beispiel mal bei 20 Grad, einen bei 25 Grad oder bei 30 Grad, um im Endeffekt unterschiedliche Risikoklassen, Risikogruppen definieren zu können, darüber entsprechende Alarme zu definieren, die auch an unterschiedliche Personen weitergeleitet werden können oder auch müssen. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass der Backautomat irgendwann bei 200 Grad ist, ist es vielleicht nicht nur notwendig, einen Servicetechniker zu rufen, sondern auch vielleicht mal zu schauen, ob im Umfeld des Backautomates irgendwelche Gefahren entstehen könnten. Sowas kann man natürlich auch im Bereich von Tiefkühltruhen darstellen, um eine Temperaturveränderung darzustellen mit einem Alarm, der dann nicht gewünscht ist, um zum Beispiel Kühlgut frühzeitig aus einer ausgefallenen Tiefkühltruhe herauszunehmen. Darüber hinaus haben wir noch Türöffnungssensoren zum Beispiel mal zur Verfügung gestellt und installiert, um eine geöffnete Notausgangstür zu melden, die vielleicht noch offen steht oder das Lager, was noch offen steht oder aber das Kühlhaus, wo die Tür nicht richtig geschlossen ist. Auch hier haben wir das Thema Energieverlust, Diebstahl, Security, was wir im Endeffekt mit solchen Sensoren und Alarmen entsprechend im Marktpersonal zur Verfügung stellen können. Mit der vernetzten Filiale sind wir in der Lage, dem Marktpersonal auf einen Blick alle Zustände zur Verfügung zu stellen, die im Markt unerwünscht sind und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können, um diese im Sinne des Kunden auch zu beheben.